Hola. Hi. Hi. Diesmal zu DC gehabt, Lena, ja? Yep. Dreckig. Wollte einfach nur was aufheben und auf einmal so, ja, tschüss. Ja, tschüss. Oh, jetzt haben wir super wenig Missionen gerade, das ist ja lame. Mattes fehlt auch noch. Hat er den Code mitbekommen auf TS? Oder macht er jetzt die Runde alleine? Ich mal. Ja, für Waschbeck musst du echt lucky sein. Er hat sich wirklich in. Mattes? Ja? Der neue Code ist schon im TS. Achso, okay. Gut, komm gleich. Okay. Er hatte sich auf TS gemutet. Ich hab mir jetzt kurz gesagt, dass der neue Code da auch schon ist. Da ist Mattes. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hört ihr mich überhaupt in Game? Ist alles weg? Also unsere Gegenstände haben wir noch. Hört ihr das mich? Kriegt man alles zurück. Aber wir haben. Ja, tun wir. Okay. Ja, ja, ja. Aber ich höre nur. Wir haben eine ziemlich beschissene Mission gerade, leider. Ja, ist halt dann so. Ja, wir müssen halt nur mitnehmen. Fuck you. Hab ich auch lieb. Ja, ich würde dann Farmhaus nehmen, das ist die einzige Fortgeschrittene, die wir gerade haben. Okay. Tudis. Da bräuchten wir aber keine Sanity-Pillen, obwohl, naja, vielleicht ist es ein Phantom. Who knows? Who knows? Okay. Geistersuchen, wieso Geistersuchen? Ja, bitte? Nix. Gut. Du verschwindest halt komplett aus meinem Sichtfeld, wenn du dich bückst und dann poppst du da auf einmal so auf. Das sieht aus wie ein komischer. Darum geht es nicht. Sieht so dumm aus. Wir warten eigentlich noch. Leon ist noch nicht bereit. Wow. Toll, danke. Wir müssen rumderpen und dann das. Angesrote Strecke. Kann der vielleicht noch kommen, Tor, wer weiß. Ja, as always. Oh ne, Nolan ist da. Jetzt meint es wieder letzte, jetzt alles wieder richtig. Nolan ist auch one fast boy. Bitte was? Du bist ein fast boy. Ich hab verstanden, fast boy, also wie Phasmophobia halt. You know? Das ist ein Geisterorb. Du bist ein Geisterorb. Mattes ist da. Mattes ist ein Geisterorb. Also, unsere Aufgaben sind Räuchern, EMF-Reader. Hallo. Und Bewegungssensor, den wir nicht dabei haben. Nee, den Bewegungssensor. Mary Harris. Gesteckt, beziehungsweise ich habe noch keinen neuen. Nur alleine. Wir haben Helmkameras. Mhm. Der hört richtig, das ist wie Marcel. Ja, true. Was soll so, das jetzt was nehmen wir denn mit? Du hörst nicht zu. Ich hab schon dreimal gesagt, dass ich Helmkameras kaufe. Hier drin bleiben wir doch zusammen, oder? Da müssen, du wolltest damit sagen, dass Marcel ein wunderbarer Mensch ist, oder? Nee, wir haben wieder drei Thermometer. Let's go! Ja, dann hab ich. Okay, Tora, wünsche einen schönen Abend, mach's gut, danke schön, dass du reingeschaut hast. Sorry wegen dem Ruckeln. Ruckelt mein Stream bei euch auch? Hat jemand eine Videokamera? Hat schon einer mit, oder? Ja. Ein Video? Ich hab eine Fotokamera. Kamera und EMF. Mattes, hast du eine Videokamera, oder? Videokamera. Komm mal her. Mattes, komm mal her. Ja, was ist denn, Lena? Pack dir mal aufs Stativ die Kamera mit F. Und dann solltest du das ganze Stativ mitnehmen können, ja. Also der Stream ruckelt eigentlich nicht, ne? Nice. Okay. Ich hab gedacht, das wird jetzt hier ein Team, aber. Oh, Lena, das ist mir ein bisschen zu ein Team mit dir. Ja, doch nicht, wenn die anderen dabei sind. wenn du wechselst, dann droppst du Lena, das geht mir jetzt aber schnell. Können wir? Wer weiß, wie lange die noch hier sind, also so schnell würde ich das nicht bezeichnen. Ja, ich kann das nicht. Hat jemand eine Box mit? Yep, ich glaub, das hab ich. Okay, was soll ich denn noch mitnehmen? As always, Temperatur und Box. Ja.
so eine mitnehmen hattest. Wie bitte? Helmkamera kannst du mitnehmen. So eine, danke. Voll cool. Voll helmisch, wie du abgehst. Voll helmisch? Man muss ständig diese Kamera ausgewählt haben, sonst lässt er die fallen. Ja, ja, genau. Die musst du irgendwie erstmal ausstellen, damit du was anderes machen kannst. Ja, du kannst ja auch hier jetzt irgendwo am Eingang. Die Tür geht von alleine auf, oder? Warst du, Leon? Die ist von alleine aufgegangen, nee. Jetzt, okay. Könnte sein, dass der Geist möglicherweise direkt hier ist. Nee, 15, 16 Grad, 14 Grad. Okay. In der Küche auch nicht? Nee, in der Küche sind 11. Warte. War das jetzt Anfängermission oder fortgeschritten? Nee, das ist nur fortgeschritten. Ich will diese Schlangenfunktion brauche ich auch. Was brauchst du? Was brauchst du? Diese Mission, Mates zu schlagen. Ja, sag ich doch. Ich weiß nicht, warum ihr so alle so aggressiv seid. Mathis? Ja, Mathis, magst du die Voodoo-Puppe aufnehmen? Ich kann gar nicht mehr sagen. Was, Helena? Da liegt eine Voodoo-Puppe im Schlafzimmer. Ja, wo? Da auf, dem, auf der Kiste. Ich kann die Kamera hier irgendwo hinstellen und dann kannst du... Kann man die aufheben, echt? Ja, mit E. Und du kannst sie schmeißen. Moment. Was fuck, jetzt hab ich Voodoo-Puppe gemacht, Leute. Das ist ja cool. Lol, Alter. E aufnehmen, geh. E aufnehmen, geh schmeißen. Schmeiß die mal. Ja, ich hab die gerade aufs Bett geworfen. Ja, mehrmals. Also, wenn die Voodoo-Puppe da liegt, ist, heißt das dann vielleicht, nicht, dass die hier drin ist? Mach mal. Ja, Mathis, du hast eine freie Hand, oder? Hier, die Voodoo-Puppe liegt hier auf dem Bett. Wirf die mal mit G. Dann mehrfach schmeißen? Ja. Ah, ich hab dich, glaube ich, gesehen, die bleibt dann irgendwie an der Wand hängen. Schmeiß! Oder so. Ja, genau. Und aufnehmen. Die hat schon bewegt, Dina. Echt? Das letzte Sliden an die Wand war Bewegung von der Wunderpuppe selber. Hey, hier ist auch noch eine. Im anderen Schlafzimmer, im Gästezimmer ist auch noch eine Wunderpuppe. Jetzt weg. Oh, Leon, hier reingeflogen. Hier ist auch noch eine. Leon hängt hier an der Wand, da oben am Fenster. Lol. Hier ist aber auch noch einer auf dem Tisch. Ich hol mal die Kamera und stell die da hin. Nee, ist nicht der Raum. Nee? Licht aus. Yep. Hä, und was bedeutet das jetzt mit der Puppe? Nichts, glaube ich. So eine kleine, Mann, das ist nur eine kleine Spielerei. Der war in dem Toolraum. Der Generator. Ja, aber wo ist der Toolraum? Wie viel Zeit haben wir bis der Geist huntet? 2 Minuten, die sind sicher schon vorbei. Ja, du bist hier beim Toolraum. Bei mir ist der Knochen oben. Ach, bei mir ist der Knochen oben. Ja, ich glaube. Gibt's hier noch einen Keller? Nee, hier gibt's keinen Keller, nur den Dachboden. Wie kommt man zum Dachboden? Oder ist das nicht mit... Wenn es einen Dachboden gibt, dann ist da noch eine Treppe im Obergeschoss. Wenn nicht, dann ist keiner da. Weil... Nee, doch nicht, das ist das Farmhaus ohne Dachboden. Legit hat nirgendwo Knochen, ist hier da hinten. Schon wieder Boden knarzt. Liegt da auf dem Boden. Das liegt ja hinter... Weil überall war halt Temperatur immer über 10, also nicht mal annähernd weniger. Okay, bei mir lag der Knochen wieder woanders, aber hey. Wir müssen halt das ganze Haus nochmal durchsuchen, weil überall halt über 10 Grad. Das wundert mich halt gerade extrem. Wir haben noch eine Box, ne? Können wir vielleicht mit dem reden. Ja, aber der reagiert nur auf alleine. Da muss man hier in den Raum durchgehen und einfach mal fragen, hallo, ist Klaus hier?
guck doch mal unten wegen Temperatur, aber hier oben auf jeden Fall nicht. Alter, diese Treppengeräusche. Ah, ich habe hier unten 4 Grad, 7 Grad. Warte. Ist jetzt in der Küche, glaube ich. Ja, in der Küche. Da ist die Tür zugegangen. Leute. Hey, du hast sie zugemacht. Nein. Doch. Nein, sie angeguckt und sie ist zugegangen. Schon direkt davor. Lol. In der Küche, auf jeden Fall hier. Hier in dem Raum. 4 Grad, 3 Grad. 3,4. Duckett hat er gerade eben schon auf dem Boden hier. Der was? Der Teller lag ja gerade eben schon hier. Weiß ich nicht, ich drauf geachtet. Also, Fridujo. Türen sind alle mit Salz markiert. Fridujo. Ja, ist so. Ja, dann gehen wir mal hier gar nicht aus. Dann gehen wir mal hier raus, doch. Oh, EMF. Dann würde ich jetzt, wir gehen hier mal raus, machen das Licht aus und dann wollen wir die Box. Gar nicht aus. Licht habe ich ausgemacht. Mathis. Kann mal jemand mit der Box quatschen? Ich hole in der Zeit die UV-Kamera. Ich hab UV-Kamera dabei. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Hat die Box geantwortet oder was? Nein. Ich werde zu sterben. Soll ich jetzt der Idee gestorben ist? Nee. Fuck. Wer ist gestorben? Leon ist neben mir gestorben. Wow. Leon meinte, Baby, holy shit, out of nowhere. Ich hatte. Waren wir alle im selben Raum versteckt? Yep. Ich bin unter die Treppe, weil ich halt. Ich. Oh Gott. Haben wir ein Bildschirm von Leon gemacht? Nee, ich kann die Kamera nicht mehr aufnehmen. Ja, warte, ich kümmere mich drum. Obwohl, doch, da kann ich. Ja, meint. Ja, ich mach schon. Ich hab die Kamera. Wo war das denn? Ist das wirklich in der Küche? Oder? Ja, die kam aus der Küche raus und war dann wohl. Ich hab ein EMF3. Ist die Kamera aufgestellt? Ja, okay, ich guck mal. Lucky, dass Leon da war. Vielleicht bin ich gestorben. Wir haben nur noch Sanity unter 40. Ich brauch ein Foto. Fingerabdruck. Ich hab kein Foto. In der Nolan, zack. Ja, warte, ich bring euch die. Könnt ihr mal Licht ausmachen, bitte, in der Küche? Okay, bin auf dem Weg. Auf der Kamera sind aber nur noch 2 Bilder, ne? Ja, wir haben noch eine. Okay. Aber es reicht ja für die Fingerabdrücke. Noel wirft es einfach so rein und geht wieder. Ey, hast du jetzt wirklich kein Foto gemacht? Hä, wovon denn? Lena? Lena? Hallo? Okay. Matt ist anscheinend gestorben. Ja. Oh Mann, ey. Ja toll, wo ist die Kamera? Hatte man jetzt die Kamera oder was? Gegangen. Ja, wieso? Ich war aber immer noch. Ich wäre aber während des Hans immer noch im Haus. Müsste reichen. Okay. Was haben wir denn jetzt überhaupt?
Fingerabdrücke auf jeden Fall. Okay. Was ragt Leon eigentlich bei dir im Hintergrund so rum? Oh, Alter. Der Arsch schmeißt uns mit Dosen zu sich. Hä? Hallo? Er ist direkt an mir vorbeigelaufen. Alter Vater. Ja, entsprechend ist auch meine Sanity. Wir müssen jetzt nur Fingerabdrücke, ja? Hm. Ja gut, in der Küche ist halt immer noch Licht an. Ich sehe halt immer noch nichts wegen Geisterhaupts. Nee, erst sobald du wirst. Hä? Die poppt dann auf, sobald du sie wirst. Ja, guck da. Ah, Leon, schmeißt was. Kommt einfach aus dem Nichts, die Dose. Ja, ja. Hallo, Leon. Räuchern. Wollen wir jetzt alle sterben, oder was? Ah, oh, fuck, ich hab vergessen. Nee, die hat gerade das Licht angemacht. Sicher? Das war gerade noch aus, als ich das erste Mal drauf geguckt hab. Nee, das war das. Das war so, Lena. Ich hab aber nicht drauf geklickt. Egal. Ich hab drauf geklickt. Ein. Wir haben so rumfliegende Dosen hier irgendwie überall, Lena. Ja. Haben wir einen Bewegungssensor? Hm? Bewegungssensor? Haben wir keinen mit? Mist. Hatte ich nicht neu gekauft, nachdem ich gestorben bin? Na gut. Muss auf jeden Fall das Licht ausmachen im Raum. Also wir haben immerhin, kriegen wir einiges Geld von den Fotos schon mal. Mhm. Und ansonsten haben wir Fingerabdrücke. Als einziges bis jetzt. Und nicht Gefriertemperaturen, so weit sind wir. Mhm. Das Problem ist, ihr Raum ist so behindert, sich zu verstecken. Mhm. Weil jedes Mal komme ich nur bis zur Treppe, mich zu verstecken, das war's. Na gut, wir haben beide wieder ordentlich Sanity, also die dürfte jetzt nicht nochmal sofort eine Hand starten. Du kannst ja auch noch einmal einwerfen. Okay. Und ich würde mal räuchernd durch die Küche laufen. Dann jo. Müsste die für eine Weile despawnen. Ja, und dann... Also ich räucher die Küche, wir machen das Licht aus und gucken dann nochmal nach einem Orb und kontrollieren das Buch. Das habe ich dann nämlich auch reingelegt. Okay. Die? Let's go, ja, ja. Da haben sie nichts anderes übrig. Im Buch ist was geschrieben. Can't run. Sehr gut, okay, ich habe keine Kamera mit. Ich auch nicht. Räucher. Ich räucher, ich räucher, ich räucher. Hört auf! Wow. Okay, wir brauchen ein Foto hiervon, ne? Can't run. Können wir das nicht wieder mitnehmen? Hä? Können wir das Buch nicht wieder mitnehmen und dann fotografieren? Ja, klar kann man. Ich hab keinen Hunger, danke. Oh no, die Geistaktivitäten sind schon bei uns zu Hause. Lol, guck mal, der war kurz auf 10. Oh, ja, wahrscheinlich war er dir nicht so glücklich übers Räuchern. Maybe. So, da können wir jetzt ein Foto von. Huch. Welche Lampe? Ist das die Lampe vom toten Mattes, die da noch leuchtet?
Ja, ich glaube. Nein. Spirit Revenant. Ja, aber das Räuchern ist abgeschlossen auf jeden Fall. Warte, Spirit oder Revenant? Revenant wäre EMF Level 5 und Spirit wäre Geisterbox. Mit Geisterbox war ich am Anfang aber drinne. Doch, Buch. Wir haben Fingerabdrücke und Buch bisher. Ja, ja, weiß ich. Deswegen. Es kann halt... Ja, Leon hat gerade nochmal gefragt. EMF. Es kann halt EMF oder Geisterbox sein. Mit Geisterbox war ich am Anfang ja drin und darauf hat es ja nicht reagiert. Außer nur mit... Ja, das ging ja nicht übers Buch. Ich meine, vielleicht war sie am Anfang noch nicht so willig. Aber EMF klingt wer wahrscheinlich... Ist am Anfang bitte beim, wer ist denn bitte am Anfang drin, bei mir nicht willig, Lena? Sie scheinbar. Ja, ich merke schon. Also wird es einfach mit EMF gehen, bevor wir jetzt bald auch noch sterben, oder... Ja. Ja, weil alles andere. Es liegt da sogar drin. Was? Ja, es liegt drin. Was? Doch, liegt, ich glaube, es ist an. Was? Das ist EMF-Gerät. Ja, ich sehe es auf der Kamera. Ja, da vorne. Nee, da, nee, ich glaube, das, was da rechts liegt, das ist mein Räucherstäbchen. Oh, aber hatte EMF nicht Mattes mit dabei? Das, was auf dem Teppich ist. Mattes hat ein EMF mit, ja. Ja, muss ja dann da mit der Kamera, da bei der Lampe irgendwo liegen. Ihr könnt eure, als Geister eure Gegenstände aufheben? Das Salz hab ich da hingeworfen. Ja. Das bringt ja nix, oder? Also, die können ja ihre Gegenstände nicht safen, oder? Okay, es ist aus. Es liegt rum, aber es ist aus, sagt Leon. Wow. Ich würde aber eigentlich mitgehen, ganz ehrlich. Okay. EMF haben wir gesagt, gell? Oh, ist lol, das. Ha? Ja. Leon schmeißt eine Dose rum. Ah, okay, ja, ich sehe. Guten Abend, André. Schön, dass du da bist. Ja, gut, dann EMF Ebene 5, dann ist es ein Revenant. Klingt auch wahrscheinlich so wie aggressiv und schnell, wie sie gejagt hat. Weißt du, sobald sie ein Opfer gesehen hat, war so. Juhu, hin. Ja, das Handen war halt super schnell durch, ne? Ja. Was heißt eigentlich, versteckt man sich von dem Remnant, wie er sich langsam? Bedeutet das, wenn man in einem Schrank sitzt oder so? Genau, wenn er einen, wenn er niemanden sieht, dann ist er super langsam bei der Hand. Ja, gut. Und sobald er jemanden hat, dann kommt der an wie. Gibt es überhaupt Schränke in dem Scheißhaus zu verstecken? Ich glaube nämlich nicht. Okay, ich bin mal gespannt jetzt. Können wir los? Haben beide habt ihr was. Beide eingetragen? Nee, warte noch. Achso, okay. Mir geht's gut soweit mit dir. Ja. Ich warte. Ich bin sehr gespannt, was jetzt abgeht. Was soll denn passieren? Wo muss ich hingucken? Ja, war ja nicht so spektakulär. Achso, es war die meinte, als Geist ist vor allem die Voodoo-Puppe. No, Alter, die hat mich bewegt. Die ist gegen mich geflogen. Die hat mich bewegt. Gott sei Dank gibt es in diesem Spiel keinen Prop-Damage, Mann. Leda ist zu Tränen gerührt. So, unsere Ghosty Boys, habt ihr Revenant eingetragen? Revenant eingetragen, bitte. Kennst du dich doch, Unkraft vergeht nicht, ich bin mal Vorbild. Okay. Na, wir haben ein bisschen Stress momentan, weil der Umzug hier bald ansteht, aber es geht eigentlich. Können wir los, oder? Nein. Weil? Mattes zu langsam zum Eintragen ist. Ja, ist fertig. Gut, ab geht's. Diese Voodoo-Puppe, Alter. Oh, Revenant, Gott sei Dank. Sag ich doch, wenn die mir anfangen mit, nicht mit mir quatschen, quatschen die nie mit mir.
Lena, du bist ohne was zu sagen einfach aus dem Raum gegangen. Ich so, hä, warum, was ist das jetzt los? Und dann konnte ich mir das Licht anmachen. Aus dem Raum, ich bin einfach drinnen geblieben. Ich habe die beiden Türen rechts und links von mir zugemacht und habe mich in die Ecke gehockt. Der Geist ist einfach an mir vorbei, direkt auf dich zugesprungen. Ach so, der, okay, ich hab gedacht, du bist raus. Wie ich einfach jedes Mal unter dieser scheiß Treppe safe war, wo ich nicht mal unter der Treppe hing wegen den scheiß Kartons. Ich war nicht mal wirklich versteckt. Weil ich so, Lena so an mir vorbeilaufen, dann ist es still und dann war ich schon tot.